Der heute zugegen ist bei der Amagno Connect. Lars Thomsen ist Chief Futurist bei der Future Matters AG. Wir haben heute den Beitrag 520 Wochen Zukunft, Leben und Arbeiten im Jahre 2031. Von der Zeit her, wir haben einen Timeslot bis 10.20 Uhr. Die letzten 5 Minuten werden wir mit Fragen und Antworten füllen. Und dann will ich auch gar nicht weiter reden, denn die Stage ist für Lars Thomsen. Und so entlasse ich euch erstmal. Wunderbar. Ja, guten Morgen. Ich komme zu Ihnen heute aus der Schweiz. Ich habe mich sehr gefreut, von Jens Bücher eingeladen zu werden, mit Ihnen einen kleinen Ausflug zu machen in unser Leben, in den 2020ern, beziehungsweise im Titel wurde gesagt, in den nächsten 520 Wochen. Und einige von Ihnen werden höchstwahrscheinlich schon gerechnet haben, was es ungefähr bedeutet. Das sind ziemlich genau 10 Jahre, also viertes Quartal 2031. Für viele noch natürlich weit weg, denn man denkt, na gut, man hat ja jetzt bestimmt noch einige Dinge, die man diese Woche unbedingt schaffen muss. Und das ist genau das Thema, um das es geht. Wir wollen so ein bisschen in den Hubschrauber steigen, eine größere Perspektive auf Trends und Megatrends gewinnen, die unser Leben, unsere Arbeit, unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren verändern, vielleicht sogar disruptieren werden, also stark verändern oder umstellen werden. Und wir sind eigentlich da schon mittendrin. Das Schöne ist, darum sind solche Events wie heute eben so wichtig. Wir müssen immer unterscheiden zwischen den kurzfristigen Dingen, wo wir uns von Woche zu Woche hangeln, und ab und zu mal einer größeren Perspektive, um zukünftige Umbrüche, Tipping Points und Veränderungen möglichst frühzeitig zu verstehen, damit wir sie mitgestalten können, damit wir nicht das Gefühl haben, wir sind Opfer einer Veränderung, sondern tatsächlich Teil von den Menschen, die eine Veränderung mitgestalten können. Vielleicht ein paar Worte zu mir, damit Sie sich mich ein bisschen besser einordnen können. Lars Thomsen, ich bin, wenn wir rechnen, 53 Jahre alt, bin geboren und aufgewachsen in Hamburg. Und vielleicht ist es ganz wichtig zu erzählen, wo ich herkomme und wie ich zum Zukunftsforscher geworden bin, denn das ist ja ein Beruf, den man nun nicht jeden Tag irgendwo an jeder Ecke findet. Und im Grunde genommen sind meine Eltern schuld, denn und meine Brüder, denn als ich jung war, saßen wir abends an unserem Abendbrottisch in Hamburg und wir haben nicht darüber gesprochen als Familie, wie doof denn die Nachbarn sind und was heute Abend im Fernsehen kommt, sondern wir hatten eigentlich immer recht spannende Themen, die in der Regel mit der Zukunft zu tun haben. Also für mich war das Normalste der Welt, von Kindesbeinen an über Zukunft nachzudenken. Und es wurde befeuert durch zwei Personen, nämlich einmal meine Mutter, die Kindergärtnerin war und immer recht positiv eingestellt war dazu, wenn man sagt immer, ja, ihr müsst eure Kreativität einsetzen, ihr dürft euch ruhig mal eine Geschichte ausdenken und malt ein Bild dazu und träumt, beziehungsweise stellt euch doch bitte eine Zukunft vor, in der ihr gerne leben möchtet. Und als Kinder hat man, also wir waren dann irgendwann, ja, irgendwas so 5 bis 10 Jahre alt, hat man immer wunderbare Ideen, was die Zukunft alles bringen könnte. Natürlich haben wir darüber nachgedacht, wie schön das wäre, Roboter zu haben, die Zimmer aufräumen könnten oder fliegende Autos. Und naja, ich glaube, also weiß nicht, ob wir von einem Smartphone schon geträumt haben. Naja, auf der anderen Seite des Tisches saß immer jemand, der das ganz anders gesehen hat. Also mein Vater, Bauingenieur, der immer sagte, na gut, Luftschlösser bauen, das können viele. Am Ende muss es halt jemand bauen können. Und das muss den physikalischen Grundlagen entsprechen. Es muss jemand kaufen. Das heißt, ihr müsst das bauen können für einen Preis, den sich Menschen auch leisten können. Und so waren wir immer gezwungen, unsere großen Ideen, die wir befeuert von meiner Mutter gemacht haben, ihm zu beweisen, dass die tatsächlich auch irgendwann funktionieren könnten. Und wie lange das dauern würde, das zu entwickeln, welche Logiken dahinter stehen, mussten ihnen dann auch beweisen, wie viel Energie so ein fliegendes Auto tatsächlich braucht und wie viel Schub man nach unten braucht. Und damit war für mich eigentlich klar, Zukunft ist eine Dualität oder eine
Geschichte, die ganz wichtig ist. Wir brauchen unsere Kreativität, dass wir uns eine Utopie vorstellen können von einer Zeit, die es noch nicht gibt. Und das ist schwierig in unserer Welt, weil das wird uns über die Zeit, beginnt schon im Kindergarten oder in der Schule meistens uns ausgetrieben, bitte träumt nicht und stellt euch irgendwelche komischen Dinge in der Zukunft vor. Und auf der anderen Seite natürlich diese Erdung. Und ich behaupte, dass wir alle Zukunftsforscher sind. Jede und jeder von Ihnen, die heute hier teilnehmen, macht ständig Zukunftsforschung. Und das hat damit zu tun, dass wir Menschen in der Lage sind, uns ein Szenario vorzustellen, was für uns gut erscheint, um uns das als Ziel zu setzen, um das auch zu erreichen. Also Beispiel, wir haben jetzt so Mitte, schon die zweite Hälfte von Oktober. Einige von Ihnen werden jetzt darüber nachdenken, wie möchte ich dieses Jahr eigentlich Weihnachten verbringen mit der Familie, beziehungsweise laden wir noch irgendwie die Großfamilie ein und dann kochen wir was Schönes und wollen wir einen kleinen oder großen Weihnachtsbaum haben oder fahren wir irgendwo weg und fahren auf den Berg oder an die See oder mieten uns ein Haus oder was auch immer. Also das heißt, Sie fangen an, über einen Zeitpunkt in der Zukunft nachzudenken, der noch nicht da ist. Und je besser Sie das tun und je besser Sie jetzt auch in die Lage versetzt werden, das mit anderen Leuten zu kommunizieren und anzureichen, desto besser kommen Sie in die Möglichkeit, tatsächlich ein wunderschönes Weihnachtsfest zu haben. Und das Spannende ist, es gibt ganz viele Leute, ungefähr die Hälfte aller Menschen, die mir begegnen, die sagen, ach, Zukunftsforscher, das ist ja nun wirklich Quatsch. Niemand weiß, was in der Zukunft ist und da muss man einfach abwarten und schauen, was kommt, weil niemand kennt die Zukunft. Und ich würde behaupten, das wäre ziemlich blöd, weil wenn Sie diesem Paradigma folgen würden, dann würden Sie am 24. Dezember da sitzen, haben gesagt, ich warte einfach mal ab, was passiert und dann gucke ich mal. Und dann würden Sie da sitzen, ziemlich alleine, ohne irgendwie einen Plan und würden sich sagen, Mensch, meine Güte, hätte ich es mal besser geplant. Das heißt, es ist in uns drin, Zukunftsforschung zu machen. Nun, 10 Jahre... ist eine relativ lange Zeit, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, aber sie ist dann doch kurz, weil es sind nur 520 Wochen und so eine Woche, ich meine, jetzt ist die Hälfte eigentlich schon wieder rum, ist unheimlich schnell vorbei. Wir haben bis zum Jahre 2020 so ein bisschen mehr als 420 Wochen, Mittwoche wie heute, 420 Stück und dann sind wir schon in den 30er Jahren und wir können davon ausgehen, dass in dieser Zeit wahrscheinlich mehr Umbrüche und Veränderungen kommen, als wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben. Und da haben wir schon das erste Phänomen, wenn wir über die Zukunft nachdenken, wo wir uns immer bewusst werden müssen. Wenn wir über solche Utopien nachdenken, dann denken wir zuerst, ah, das ist weit weg und kaum vorstellbar. Und wenn es denn da ist, gewöhnen wir uns unglaublich schnell daran. Hätte man vor 10 Jahren, also im Jahre 2011, einige Dinge, die heute komplett normal sind, beschrieben, hätten die Leute abgewunken und haben gesagt, das ist doch Blödsinn. Ich weiß noch, ich habe mit großen Firmen vor 10 Jahren darüber gesprochen, dass mit dem Internet und dem Video auf dem Internet die Möglichkeit bestehen könnte, dass Individuen, ich kannte den Namen Influencer noch nicht, mehr Macht haben, Dinge zu bewerben oder eigene Inhalte zu produzieren und vielleicht sogar größere Reichweiten erreichen könnten als so mancher Fernsehsender, den es in Deutschland gibt. Und da haben die Leute gesagt, nee, Quatsch. Und das gibt es heute. Also es gibt Leute, die machen aus ihrem Kinderzimmer oder mit ihrer iPhone-Kamera Videos und haben Millionen von Followern und sind wichtiger, als wenn man jetzt zu einem großen Fernsehsender geht, um dann 30-sekundigen Werbespot zu schalten. Wir hätten uns auch nicht vorstellen können, dass wir, ich meine, in anderen Bereichen vor 10 Jahren gesagt hätten, wir schaffen es, 50% der Energie für die Stromerzeugung in Deutschland aus erneuerbaren Energien herzustellen. Damals waren wir bei 14%, jetzt sind wir bei 50%. Also wir schaffen einige Dinge und das ist eben das Problem. Wir überschätzen häufig, was wir in einem kurzen Zeitraum schaffen können und wir unterschätzen, was wir in einem Zeitraum, zum Beispiel von einer Dekade, also einem 10-Jahres-Zeitraum machen können. Und das ist gefährlich, denn gefährlich. Es ist für die gefährlich, die nicht aufpassen, diese Trends richtig zu verfolgen. Vor weniger als 800 Wochen hat Steve Jobs, als er noch lebte, also im Januar 2007 in San Francisco ein Gerät vorgestellt, hielt er in der Hand und sagte, we call it the iPhone. Und das waren relativ neue
Technologie, weil man sagte, okay, also früher dachte man, Smartphones müssten möglichst viele Tasten haben, das hatte gar keine oder eine, an einer Seite noch irgendwie zwei Toggles. Man hatte noch gar nicht das Gefühl, dass man ein mobiles Internet überhaupt brauchen würde, weil man sagte, kann man doch nach Hause gehen und sein Modem anschmeißen und ein bisschen im Internet surfen. Man hatte nicht das Gefühl, dass eine Kamera unbedingt Teil eines Telefons sein könnte und müsste oder dass man seine Musiksammlung digital mit dabei haben könnte. Und auf der Pressekonferenz fragten einige sehr skeptische Journalisten, Mr. Jobs, wieso meinen Sie, dass Sie den Marktführer Nokia oder andere, die ja nur so einen Marktanteil haben, mit so einem teuren und eigentlich ja noch nicht bewiesenen Technologieschub irgendwie beeinflussen könnten? Und Jobs sagte, wir wollen 1% des Marktes haben. 1% des Smartphone-Marktes. Und er sagte einen tollen Satz, der hängt bei uns über der Tür, wenn hier im Büro von uns. Und der heißt, if a trend becomes obvious, you're too late. Also wenn der Trend erstmal offensichtlich ist und man dann anfängt, hinterher zu laufen, dann ist man zu spät. Und es geht darum, dass wir zwei verschiedene Trends in der Welt haben. Wir haben einmal inkrementelle Trends, also etwas, wo man etwas Bestehendes nimmt und immer ein bisschen besser macht. Also machen viele Firmen, die sagen, ah, letztes Jahr war eigentlich ganz okay, nächstes Jahr machen wir 3% mehr Umsatz. Oder ja, das sind lineare Trends. Dann gibt es aber sogenannte disruptive Trends, wo sich Dinge stark verändern. Und ich würde gerne bevor ich richtig anfange, über die nächsten 10 Jahre zu reden, das verdeutlichen mit einem ganz simplen Experiment, das für uns eigentlich die beste Möglichkeit ist, zu beschreiben, wie wir arbeiten. Und das ist das Popcorn-Experiment. Jetzt weiß ich nicht, ob viele von Ihnen oder Leute von Ihnen schon mal Popcorn gemacht haben. Die meisten wahrscheinlich Mikrowellen-Popcorn, aber wir tun jetzt mal so, als machen wir es auf die gute alte Art und Weise. Wir nehmen einen Topf, möglichst mit Deckel, weil die Küche ist noch sauber. Wir füllen auf den Boden des Topfes ganz wenig Speiseöl und nehmen eine Handvoll Popcorn-Maiskörner, werfen die rein und fragen unsere Familienmitglieder oder sie haben Freunde eingeladen, mit denen sie gemeinsam ein Fußballspiel gucken wollen. Komm, wir machen jetzt Popcorn. Was meint ihr, wie lange dauert das? Wir versuchen also ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Und macht mal eine Prognose. Dann gibt es verschiedene Arten von Prognosen. Die einen, die sagen, geht gleich los, das geht ganz schnell, in 10 Sekunden. Und nach 10 Sekunden hört man auch schon was. Man hört nämlich ein Dumm. Und meistens ist das ein Wassertropfen, der noch zwischen Ceranfeld oder Herdplatte und Topfboden ist, der sich seinen Weg nach draußen sucht. Jetzt geht das kleine rote Lichtlein an Ceranfeld, zeigt an, die Platte ist heiß. Aber es ist noch kein Popcorn, also viel Prognose. Eine Minute geht durch, 2 Minuten gehen durch, immer noch kein Popcorn. Und spätestens nach 2 Minuten gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die eine Prognose wagt. Und meistens ist das eine sogenannte lineare Prognose. Und die sagen, weißt du was, das Spiel fängt gleich an. Ich glaube, das wird nichts mehr. Die haben also geguckt, was in den letzten 2 Minuten passiert ist, projizieren das auf die Zukunft, die nächsten 2 Minuten und sagen, also wenn die letzten 2 Minuten nichts war, wird die nächsten 2 Minuten auch nichts sein. Die dritte Art und Weise ist die smarte Art. Und ich glaube, darum geht es heute. Wir müssen schlau sein und versuchen, ein System zu verstehen, zu durchdringen, um zu begreifen, was da passiert und vielleicht sogar den Tipping Point, also den Punkt zu berechnen, an dem wirklich etwas passiert. Und das können wir heute ganz toll, denn dieses Smartphone, das vor 800 Wochen vorgestellt wurde, ermöglicht uns jetzt, das Wissen der Welt innerhalb von einer Sekunde anzuzapfen und für unsere Zwecke zu benutzen. Das ist auch was mit Informationsmanagement im weitesten Sinne. Und diejenigen, die jetzt einfach nur ihr Smartphone rausholen und Popcorn googeln, kriegen den Wikipedia-Eintrag, wo Popcorn beschrieben wird. Das ist immer der beste Punkt, wo man anfangen sollte, wenn man ein System nicht versteht. Da sieht man, Popcorn poppt in heißem Öl bei ungefähr 180 Grad. Man sieht sogar, warum es poppt, weil ein Popcorn Maiskorn aus verschiedenen Schichten besteht, äußere Haut, getrocknete Maisstärke und dann in der Mitte der Keim, der umgeben ist von etwas Maisöl und Wasser. Und es wird eben beschrieben, dass die Hitze des Öls diese verschiedenen Schichten durchdringt, das Wasser irgendwann zum Kochen bringt, so viel Druck erzeugt durch den Dampf, der da drin ist, dass das Ding irgendwann explodiert. Und während das explodiert, diffundiert dieser Dampf in die noch feuchte Maisstärke und bläht das auf wie Styropor oder Blähthorn oder wie man das so nennen könnte. Wenn man also ein einfaches Hilfsmittel wie ein Thermometer hat, so ein kontaktloses Thermometer, dann kann man das auf den Boden des Topfes richten.
sieht einen linearen Trend. Das heißt also, man sieht, jetzt sind es 150 Grad, 151, 152, 153 und dann kann man ungefähr hochrechnen und sagen, mit der Information, die ich habe und dem Wissen, was ich jetzt verstanden habe, in 30 Sekunden geht's los. Und das stimmt auf wenige Sekunden genau. Das heißt, wir können sogar Tipping Points in der Zukunft berechnen. Das Spannende ist, während der Topf linear seine Temperatur erhöht, ist die Zahl der Popkörner, die poppen eine Exponentialkurve. Das heißt, nach ungefähr so 2,5 Minuten, je nachdem, wie viel Power Ihre Herdplatte hat, poppt der erste Popcorn und dauert es jetzt nochmal 2,5 Minuten, bis der zweite poppt. Nein, das macht pop, 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 und innerhalb von wenigen Sekunden poppen alle. Bis auf die, die ein kleines Loch haben, wo der Dampf so an der Seite rauskommt. Und dieses Exponentielle, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir gerade bei Trends, die weltweit passieren, die mit enormer Innovationskraft und natürlich auch relativ viel wirtschaftlichem Druck dahinter funktionieren, dass die eben nicht langsam kommen, sondern an dieser Schwelle oder an diesem Tipping Point, wie wir den nennen, enorm schnell kommen. So, genug der Vorrede. Gucken wir doch mal rein in die kommenden 520 Wochen oder 420 bis zum Ende des Jahrzehnts, was in den 2020er Jahren so kommt. Einer der großen Umbrüche ist meiner Meinung nach der, dass wir das Zeitalter der Digitalisierung jetzt langsam verlassen oder die nächste Stufe erklimmen. Ich habe das mit Jens Bücher auch schon öfter diskutiert, sehr angeregt und mit viel Freude. Denn wenn man jetzt mal schaut, wir haben recht viel schon digitalisiert. Wir haben immer noch diese Medienbrüche, dass man ab und zu ein digitales Dokument dann doch nochmal ausdruckt auf Papier und dann nochmal abtippt. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber was wir bislang noch nicht haben, sind Computer, die tatsächlich in die Lage versetzt werden oder die in der Lage sind, selbsttätig zu lernen, zu verstehen, Muster zu erkennen und mitzudenken, vielleicht sogar dann vorauszudenken oder mitzuhelfen, die Arbeit zu machen. Und Sie wahrscheinlich wissen schon viele, wovon ich spreche. Ich spreche von künstlicher Intelligenz. Und ich versuche das mal ganz abstrakt darzustellen. Wir hatten bislang Computer, die haben Batch-Verarbeitung gemacht. Die haben linear gewisse Wenn-Dann-Abfolgen von Programmierzeilen genommen und haben gesagt, also wenn jemand in einer Excel-Tabelle mit dem Cursor da drauf drückt und eine Zahl macht, wo vorne ein Dollarzeichen dran ist, dann berechnest du das mit der Zeile, die nach dem Semikolon oder nach dem Komma kommt und addierst das und so weiter. Aber wir Menschen, wir mussten lernen, wie dieses System funktioniert und wir haben uns ja häufig dabei ertappt, wie häufig wir geflucht haben, wo wir sagten, meine Güte, ich meine, okay, kann mir das System nicht helfen? Jetzt muss ich jetzt irgendwie noch ein YouTube-Video gucken oder tatsächlich noch eine Weiterbildung machen. Mit künstlicher Intelligenz beginnen wir eigentlich ein komplett neues Zeitalter mit dem Computing, weil wir eben nicht mehr davon ausgehen, dass wir lernen müssen, wie der Computer funktioniert, sondern die Computer mit der Zeit anfangen zu lernen, was wir eigentlich tun. Und genauso wie das mit neuen Mitarbeiterinnen und neuen Mitarbeitern ist, die wir einstellen am ersten Tag, sind die meistens noch ein bisschen irritiert und sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie das hier geht und wo finde ich die Information und was soll ich denn eigentlich damit machen? Aber mit der Zeit, und das ist das Gute an uns Menschen, lernen wir. Also wir beobachten etwas, wenn wir eine Vorbildung haben, können wir vielleicht sogar die Erfahrungen, die wir aus anderen Bereichen gemacht haben, mitnehmen und sagen, hey, übrigens, das glaube ich, das können wir sogar noch ein bisschen besser machen oder ich habe da eine Idee. Wir erkennen Muster, wie Leute funktionieren. Das heißt also, wie Leute auf Kommunikation funktionieren. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit meiner persönlichen Assistentin. Ich habe eine persönliche Assistentin, die schon seit über 10 Jahren für mich arbeitet. Und am Anfang wusste sie relativ wenig über mein Geschäft. Also sie kannte nicht unsere Kunden, sie wusste nicht, wie ich am liebsten reise. Sie musste ganz, ganz viele Fragen stellen. Aber mit der Zeit ist sie so gut geworden, dass sie alle meine E-Mails liest, dass ich die Zeit habe, wirklich Zukunftsforschung zu machen. Sie kann mit mir kommunizieren auf eine Art und Weise, die sehr effizient ist. Also sie fragt mich und hat jemand angefragt und ich würde dir vorschlagen, das machen wir so und so. Und dann sage ich, ja, das war der gesamte Prozess aus meiner Sicht, zumindest an dem Punkt. Und mittlerweile ist es so, dass ich überhaupt nicht mehr auf sie verzichten kann und möchte.
Jetzt stellen wir uns vor, in ungefähr 260 Wochen, also im Jahr 2026, wird jede und jeder von uns einen persönlichen Assistenten haben. Und zwar wirklich gut. Also beste Assistenten, die man sich vorstellen kann, die uns dabei beobachtet und sagt, jedes Jahr fangen wir wieder an, unsere Belege zusammenzusammeln, weil wir eine Steuererklärung machen. Und der Assistent sagt, kann ich doch machen. Weiß ja, wo du warst. Kenn ja deine Belege, kenn ja deine Konten. Okay, Datenschutz, machen wir später. Die merken, wie schwierig das ist, einen Termin zu koordinieren und sagen, kann ich ja machen, kann ich mir den anderen Assistenten machen. Die sagen, guck mal, die Daten, die du hier mühsam zusammen machst, du hast ja schon vorher mal geschrieben. Ich kann dir das auch helfen, ich schreibe dir das vor. Also ich mache dir einen Vorschlag. Und es geht sogar so weit, dass wir nachher jemanden haben, der sogar ein persönlicher Coach ist. Also das heißt, wir werden diesen Assistenten zulassen, zum Beispiel bei uns mit dabei zu sein, wenn wir eine Besprechung machen. Sie sind beim Kunden, läuft ganz toll. Sie sprechen mit dem über das Projekt. Der sagt noch, ja, Ihr Angebot ist ganz gut, aber wir machen da noch ein paar Adjustments und das hätte ich gerne ein bisschen anders. Und Sie sagen, okay. Und dann spricht er über seinen Sohn und sagt, der studiert jetzt gerade in Zürich. Und Sie sagen, oh, ich kenne da jemanden, kann ich Ihnen einen LinkedIn-Link mal machen? Dann fahren Sie zurück im Auto und fragen Ihren Assistenten, na, wie war das? Und der Assistent sagt, also der digitale Assistent sagt, war eigentlich ganz gut. Den Link übrigens, den habe ich schon geschickt. Ich habe ihm auch noch ein paar weitere Informationen geschickt, da für seinen Sohn in Zürich, wie du versprochen hast. Das Angebot habe ich angepasst, so wie besprochen, neu berechnet, waren noch zwei Rechtschreibfehler drin, sind auch raus. Und kleiner Tipp, mir ist aufgefallen, wenn du mit Leuten redest, dann fängst du die ersten 10 Minuten an, unglaublich viel von dir selber zu erzählen. Psychologische Studien haben gezeigt, dass es sogar besser ist, erstmal zu hören, was das Gegenüber eigentlich so macht. Und dann kommt ihr schneller zum Punkt. Das heißt, sie haben eigentlich ihren persönlichen Coach noch mit dabei. Und das wird unsere Arbeit, diese künstliche Intelligenz, so unglaublich verändern, dass wahrscheinlich, wenn wir im Jahr 2031 zurückblicken auf das Jahr 2021, wir uns echt an den Kopf fassen sagen, und boah, was haben wir bloß für viele Routinen gemacht, die einfach nur Zeitfresser waren, die einfach nur damit sich beschäftigt haben, wo finde ich Informationen, wie kann ich die irgendwie aufbereiten, viele Doppelarbeit und so weiter. Und das wird eben das ergänzen, was man heute schon versucht, mit elektronischem Dokumentenmanagement System zu machen, auf eine ganz andere Ebene bringen. Mit dieser künstlichen Intelligenz wird sich aber unsere Arbeitswelt stark verändern. Denn wir werden eine ganze Reihe von Inhalten, von Tätigkeitsbeschreibungen von Menschen, die bislang in den Großteil ihrer Arbeit damit machen, immer wieder gleiche Routinen zu machen, zum Beispiel Sachbearbeiter, in einer Versicherung, in einer Bank oder irgendwie etwas, wird immer stärker automatisiert, roboterisiert oder eben mit künstlicher Intelligenz wesentlich intelligenter gemacht. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich weiß, dass viele Leute Angst davor haben und sagen, oh, die wird uns, also die künstliche Intelligenz, die wird uns allen die Arbeit wegnehmen. Das Spannende ist, wir haben ja gar nicht genug Menschen. Also wenn wir einfach mal schauen, welche Veränderungen im Moment in der Welt sind, dann müssen wir die Menschen befreien von diesen Routinen, die sehr anstrengend und sehr zeitintensiv sind und oftmals gar nicht sehr befriedigend für Menschen, sondern das, was Jens Büscher eben sagte, mehr Spaß, mehr Lust, mehr Können, zu investieren in Beziehungen, in das Verständnis von größeren Systemen. Und es bleibt eben nicht nur bei dem Computer, bei der künstlichen Intelligenz, die darauf läuft, sondern wir werden in der zweiten Hälfte des verbleibenden 2020er Jahre auch mehr und mehr Robotik sehen. Das ist der zweite große Megatrend in Technologie. Wenn wir gefragt werden, neben der künstlichen Intelligenz, was verändert unsere Gesellschaft noch, dann würde ich sagen, so ab 2025 werden wir immer stärker mit Robotern zu tun haben, die in menschlichen Umfeldern sind. Wir gehen davon aus, schon in 2 Jahren, also 2023, werden sie Pakete von Zalando und Amazon und so und anderen entgegennehmen. Nicht nur von einem menschlichen Paketausträger, sondern tatsächlich von roboterisierten Maschinen, ob das humanoide, also menschenähnliche Formen sind oder ob das krabbelnde Geräte sind mit 4 oder 6 Beinen oder mit einer Kombination aus Rollen und Beinen. Also ein viereckiges Paket aus einem Lieferwagen zu holen, 2, 3 Treppenstufen raufzubringen, Klingel zu drücken und dieses Pad dahin zu halten, zu sagen, ich habe es jetzt bekommen, ist zum Beispiel eine Aufgabe, die relativ schnell automatisiert oder roboterisiert werden kann. Wir gehen sogar davon aus, dass 2030 der Markt für Personal Robots oder Service Robotics
größer sein wird als der Automobilmarkt heute. Das kann sich die deutsche Automobilindustrie sehr schwer vorstellen, weil das ist global riesiger Markt. Aber es macht halt schon Sinn, weil dann haben wir sogar selbstfahrende Autos. Das heißt, wir brauchen sie nicht unbedingt mehr zu besitzen. Aber es macht sehr viel Sinn, zum Beispiel einen Haushaltsroboter zu haben, der 80% aller Routinetätigkeiten, für die wir eh keine Lust und keine Zeit haben, im Haushalt zu machen. Staubsaugen, Staubwischen, Wäsche sortieren, Geschirrspülmaschine ein- und ausräumen, den Hund Gassi führen am Abend, wenn man keine Lust hat und es regnet. Oder Unkraut zu jäten im Garten. Also das sind ganz, ganz viele Dinge. Und da passiert natürlich sehr viel, weil es eine Kombination ist aus künstliche Intelligenz, Sensorik, Lernen und diesen Dingen. Alleine dieser Markt wird ein großes Problem haben, weil es gibt im Moment gar nicht genügend Menschen, die sich mit diesen Themen wirklich so beschäftigen, dass man das kann. Also vielleicht ein guter Tipp, wenn Sie Kinder, Enkelkinder, Verwandte, Patenkinder haben und Sie wissen nicht, was Sie denen zu Weihnachten schenken sollen. So ein Lego-Robotik-Set, Einstiegsset, kostet 399 Euro, ist teuer. Es gibt auch ein kleineres für 199. Da kriegen Mädchen und Jungen ab 7 Jahren einen ganz einfachen Einstieg darin, wie Roboter, ROS, also Roboter Operation Systems, funktionieren. Ist vielleicht eine der besten Investitionen in den Start einer neuen Industrie oder Karriere, weil das die größte Knappheit, die dort entstehen wird, ist tatsächlich der Mensch. Und wir haben ganz viele andere Dinge und die Zeit reicht nicht, um alles zu machen, aber das ganze Thema Nachhaltigkeit, Energie, Klimawandel, wie wir den CO2-Ausstoß reduzieren, passiert jetzt in einer Geschwindigkeit, wo die größte Knappheit nicht Geld ist, sondern tatsächlich Menschen, die sich darum kümmern können, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und ich behaupte, die ganze Angst, die wir haben, dass wir alle durch die künstliche Intelligenz dumm werden oder dass sie uns die Arbeit wegnimmt und wir dann nachher nur noch zu Hause sitzen und Fernsehen und faul werden, das ist nicht der Fall. Das war auch nicht der Fall, als die Dampfmaschine vor 220 Jahren den Siegeszug anfing und die Industriegesellschaft anbrachte. Obwohl viele Leute genau das gedacht haben, dass also die Dampfmaschine uns allen die Arbeit wegnimmt und wir dann nur noch Sklaven der Maschine sind. Es ist der nächste Schritt. Und wir brauchen das, weil der Klimawandel, den wir im Moment sehen, ist für uns bei Future Matters eine der größten Probleme und Bedrohungen. Vor allem auch deswegen, weil der Klimawandel eben anders ist als alle anderen Probleme, die wir bislang als Menschen gemacht haben und dann auch gelöst haben. Ich meine, wir konnten Kriege anfangen als Nation oder als die Menschheit, sogar Weltkriege, wo man irgendwann sagte, okay, es gibt jetzt einen Gewinner, Verlierer oder jemand kapituliert. Dann hat man Friedensgespräche gemacht, hat wieder angefangen aufzubauen und hat gesagt, komm, wir vertragen uns wieder. Beim Klimawandel, wenn wir einmal einen Tipping Point erreicht haben, an dem die Meeresströmungen nicht mehr so funktionieren, wie sie im Moment sind, das sind riesige Wärmepumpen, die den Planeten mit dem Klima im Moment versorgen, wie wir es seit einigen tausend oder 10.000 Jahren kennen. Wir können Permafrostböden nicht wieder einfrieren, wir können auch die Eiskappen der Pole nicht wieder einfrieren und das sind Dinge, die wir jetzt lösen müssen, wo wir nicht sagen können, wir gucken mal und wenn es schief geht, dann machen wir es neu, weil wir haben keine zweite Atmosphäre. Wir müssen einige Dinge neu erfinden, wie wir Nahrungsmittelproduktion neu machen. Im Moment ganz spannende Felder, nicht nur im Bereich von In-vitro-Meat, also der Erzeugung von Fleisch oder fleischähnlichen Produkten, für die man keine Tiere töten muss. Riesiger Bereich, wächst mit ungefähr 500% pro Jahr, also super exponentiell. Auch wieder ein Mangel an Leuten, die sich damit richtig beschäftigen wollen. Wir gehen auch davon aus, dass wir sogar mit der künstlichen Intelligenz und Robotik zusammen riesige Vertical Farms bauen können, also Hochhäuser in Megacities, die vollautomatisch 365 Tage im Jahr die einen Großteil der Pflanzen oder der Nutzpflanzen und Lebensmittel produzieren, die innerhalb einer Megacity verbraucht werden. Und interessant ist, so ein Tipping Point, und das hat mir mein Vater eben damals beigebracht, funktioniert nur, wenn er ökonomisch ist. Die ersten Prototypen von solchen Vertical Farms werden gerade in Amerika getestet. Die neueste von Arrow Farms hat eine Flächenintensität, wenn man das so möchte, die 390 Mal höher ist, als wenn man die gleichen Lebensmittel unter freiem Himmel anbaut. Und das liegt daran, dass in einer solchen Farm
80 Stockwerke sind, die alle individuell beleuchtet werden, mit genau der richtigen Lichtstärke, Lichtwelle oder der Wellenlänge, die die Pflanze braucht, mit der richtigen Tag-Nacht-Einschätzung, mit dem richtigen Wasser, mit den richtigen Nährstoffen. Man hat einen wesentlich höheren Ertrag, man hat keine Saisonalität, man hat keine Dürren, man hat keine Ernteausfälle durch Ungeziefer. Es ist alles Bioqualität, weil keine Pestizide und Herbizide drin sind. Und tatsächlich, sie schaffen es mit einer solchen Farm 390 Mal mehr Lebensmittel auf der gleichen Fläche zu erzeugen, als wenn sie einen richtig guten Acker haben. Das bedeutet, wir können solche Maschinen in Megacities bauen und können wichtige Lebensmittel, Hülsenfrüchte, Beeren, Gewürze, Salate dort produzieren, wo sie auch konsumiert werden. Problem: Diese Firma, von der ich gerade spreche, sagt, sie haben eine Schwierigkeit, Menschen zu finden. Also sie sagen, es gibt keine Ausbildungsgänge, wo man Vertical Farming an einer Universität studiert. Also brauchen sie Leute, die neugierig genug sind und sagen, mich interessieren sowohl biologische Vorgänge, Pflanzen, aber auch ein bisschen künstliche Intelligenz und Robotik. Wenn man das zusammenbringt, entstehen völlig neue Berufe. Wir haben in der Medizin ganz neue Möglichkeiten, Krankheiten zu behandeln. Auch da nur Stichworte. Genome Engineering beziehungsweise präventive Medizin, dass wir nicht erst anfangen, jemanden zu behandeln, wenn er oder sie tatsächlich schwer krank ist, sondern das früher zu sehen. Jeder, der und jede, die heute eine Smartwatch hat, die kann Muster erkennen und wesentlich schneller oder vorher ihnen Tipps geben, als wenn sie mit ihrem Hausarzt sprechen, zu dem ja sie ja doch nur gehen, wenn eigentlich die Krankheit schon richtig ausgebrochen ist. Wir haben noch zwei Trends und wir haben noch 13 Minuten nach meiner Uhr. Und das waren jetzt sehr technische, sehr ökonomische Trends, die die Zukunft prägen werden. Aber ich wollte eben auch klar machen, hier entstehen enorme Chancen. Also wenn Sie Kinder haben, nochmal, oder Enkelkinder oder Patenkinder, und die Angst haben, dass sie nicht genügend Arbeit finden würden, das können Sie ab heute oder ab jetzt sofort vergessen. Weil die größte Knappheit, die wir in den nächsten 10 Jahren und wahrscheinlich danach auch noch sehen werden, ist die Knappheit an Talent. Das gilt auch für Sie, nicht nur für Ihre Kinder und Enkelkinder und Patenkinder, sondern die knappste Ressource sind wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeder Unternehmung, egal ob sie Babywindeln, Scheren, Computermonitore, Versicherungen, Autos, irgendetwas herstellen oder Dienstleisten, der Unternehmung dabei zu helfen, diese Veränderung tatsächlich mitzuprägen, im positiven Sinne. Zu überlegen, wie können wir diese neuen Werkzeuge, die wir haben, so einsetzen, dass wir mehr Zeit dafür verbringen können, innovativ zu sein, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, Prozesse so zu machen, dass wir weniger Aufwand haben und vielleicht mehr Zeit für die Dinge, die wirklich Spaß machen, die unser Können nach vorne bringen, die ihre eigene Employability, das heißt also ihre Attraktivität für eine Unternehmung, nach vorne bringen. Denn wir leben mit einem demografischen Wandel. Derzeit gehen doppelt so viele Menschen in Rente, wie in den Arbeitsmarkt nachrücken. Also nageln Sie mich nicht fest auf 1 oder 2%, aber es ist ungefähr das Doppelte, die in Rente gehen, von denen, die nachkommen. Und das ist nicht eine kurze, temporäre Betrachtung, sondern das läuft. Weil die meisten, die jetzt in Rente gehen, sind geboren zu einer Zeit, bevor die Antibabypille erfunden wurde. Und die haben noch 2, 3, 4 Geschwister, während die nachwachsen, relativ häufig Einzelkinder sind oder gerade noch 1 oder 2 Geschwister haben. 2 ist ja schon Großfamilie heute. Und wir sehen in ganz vielen Branchen, dass die Knappheit an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immens wird. Liegt auch daran, dass wir alle länger leben. Wir haben diese Fortschritte in besserer Ernährung, besserer Medizin, Lebenserwartung steigt, und zwar in allen Ländern. Unternehmen spüren den Druck, sich weiterzuentwickeln und vor allem ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Und das geht nur durch Innovation. Und Innovation braucht Räume, braucht Freiheiten, braucht intelligente Menschen, die daran mitarbeiten wollen. Und insofern komme ich eigentlich schon fast zum letzten Punkt. Nach all diesen sehr statistischen und sehr technischen Dingen würde ich gerne die letzten 8 Minuten über das Thema Werte und über das Thema Unternehmenskulturen sprechen. Das Spannende ist,
Hier sehen wir so eine Art Tipping Point, also ähnlich wie bei den anderen Dingen, wo wir sagen, da fängt das Popcorn an zu poppen und wir sehen immer stärker, dass Unternehmen ganz stark in die Richtung gehen, dass sie sagen, wir werden ja die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht dadurch gewinnen, indem wir sagen, komm, wir haben ganz super Parkplätze und kriegst auch einen Firmenwagen oder kriegst irgendwie 500 Euro mehr Gehalt, als du vorher hattest, sondern dass Menschen mehr und mehr sehr genau danach aussuchen, wofür steht diese Unternehmung eigentlich? Wo wollen die hin? Was sind deren Werte? Wofür stehen die? Kann ich stolz darauf sein, dort zu arbeiten? Und wenn ich davon erzähle, meinen Kindern gegenüber, meinem Nachbarn, meinen Verwandten, merken die, dass ich dafür brenne und dass es irgendwie eine tolle Geschichte ist. Und das kommt nicht von alleine. Unternehmenskulturen kann man nicht dem Zufall überlassen oder einer Agentur übereignen und sagt, mach mal 10 Leitsätze und dann rahmen wir die ein und hängen die auf den Flur. Die muss täglich gelebt werden. Wir kommen auch immer stärker dazu, dass wir atmende Unternehmen haben. Die Unternehmensgrenzen, die wir vorher kannten, viele Unternehmen hatten ja dann, wenn man da reinging, dann musste man erstmal sein Handy abkleben und man musste alles abgeben und unterschreiben und kriegte so ein Besucherbadge und so weiter. Also man hatte eine sehr genaue Trennung von Unternehmen, aber die Realität zeigt ja, dass fast jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter einfach noch ganz viele Kanäle hat, mit denen man auch mit anderen Leuten jederzeit eigentlich die normalen Verhaltensregeln, die eigentlich da wären, brechen. Und das ist manchmal sogar gut. Weil wenn Sie jetzt während der Arbeit eine WhatsApp schreiben mit einem Kollegen, weil Sie sagen, ich komme hier nicht weiter und der hat eine gute Lösung, dann ist das rein formell eigentlich ein Bruch Ihrer, also Sie haben gerade was Privates während der Arbeitszeit gemacht und eventuell haben Sie sogar, je nachdem, wie man das rechnet, irgendwie etwas von Ihrer Arbeit jemand anders erzählt, der nicht in der Unternehmung ist und kein NDA unterschrieben hat. Aber so löst man heute Probleme. So ist die Zusammenarbeit und es wird sich immer stärker öffnen beziehungsweise klar werden, dass Unternehmen an einer offenen Schnittstelle miteinander atmen. Wir werden so wenig Mitarbeitende finden, dass wir zukünftig immer stärker auf Arbeitsformate zurückgreifen müssen, wo wir auch immer mehr mit freien Mitarbeitenden arbeiten müssen, wo wir auch auf verschiedene Lebensphasen Rücksicht nehmen müssen, wie wenn man Kinder bekommt, wie wenn man sagt, okay, ich muss mich jetzt irgendwie um meine kranken Eltern kümmern oder sowas und trotzdem die Arbeit fortführen können, eben auch mit den Dingen, die wir über Corona jetzt gelebt haben. Und meine letzte Prognose für heute ist folgende. Ich glaube, in 10 Jahren, im Jahre 2031, werden wir gar nicht mehr so stark davon reden, es gibt Arbeitgeber, die Arbeit geben und Arbeitnehmer, immer die weibliche Form bitte mit dazu, also Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nehmen Arbeit, die letzteren. Und das kommt aus einer ganz alten Zeit. Das kommt aus dem letzten Jahrhundert, vielleicht sogar dem vorletzten Jahrhundert, wo Leute waren und sagen, okay, ich will da was produzieren, ich brauche aber Menschen dafür, die mir ihre Muskelkraft und ihre Anwesenheit oder ihre Kraft zur Verfügung setzen und die nehmen dann die Arbeit, kriegen dafür ein bisschen Lohn und dazwischen steht ein Vertrag, der das Ganze regelt. Ich würde behaupten, Menschen treten zukünftig Unternehmen bei. Und das werden sie machen, weil sie sich sehr genau überlegen, möchte ich dazugehören? Möchte ich Teil dieses Teams sein? Möchte ich Teil dieser Wertegemeinschaft sein? Und man tritt dem bei. Und ich mache da mal eine Analogie, also ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Nehmen wir mal an, Sie nehmen sich jetzt für nächstes Jahr vor, also diese anderthalb oder 2 Jahre Corona, die wir jetzt praktisch hinter uns haben, die haben mir eines gezeigt, ich muss unbedingt mal raus, ich brauche andere Leute, nicht nur die Leute im Büro oder auf dem Bildschirm, mit dem ich meine Videokonferenzen mache. Und Ihr guter Vorsatz für 2022 lautet, ich trete einem Verein bei. Also wirklich im Privaten. Und das ist völlig egal, ob das ein Sportverein ist, ein Heimatverein, Musikverein, Sportverein, der Freiwilligen Feuerwehr oder irgendetwas. Aber Sie möchten gerne raus, Sie möchten nicht nur zu Hause sitzen, sondern Menschen finden in Ihrer Umgebung, die Ihnen, mit denen Sie einige Werte teilen.
Jetzt könnten Sie, wenn Sie das ganz rational machen, diese Entscheidung, welchen Verein Sie denn auswählen, natürlich anhand von sehr gut messbaren Kriterien machen. Und wenn Sie so ein Homo economicus sind, der also nur nach solchen klaren Kriterien aussucht, dann könnten Sie sich eine Tabelle malen und sagen, okay, hier sind die 10 Vereine, die im Umkreis von 5 Kilometern zur Verfügung stehen für mich. Und dann müssen Sie einige messbare Kriterien einfüllen in die verschiedenen Spalten und sagen, ja, etwas, was ich unterscheiden kann, sind die Höhe der Mitgliedsbeiträge. Also ich möchte möglichst wenig bezahlen. Dann hat der Parkplätze vor der Tür, weil ich würde dann gerne von der Arbeit direkt dahin fahren. Und wenn ich da nicht parken kann, habe ich ja Stress. Und wann treffen die sich immer? Am liebsten hätte ich das am Donnerstagabend, weil da habe ich am besten Zeit. Freitag hätte ich gerne irgendwie Zeit, um mit meinen Freunden zu grillen. Dann rufen Sie die ganzen Vereine an und sagen, hallo, wie hoch sind eure Mitgliedsbeiträge? Habt ihr Parkplätze und wann trefft ihr euch? Und dann machen Sie die Kreuze und dann sehen Sie, Verein Nummer 7, da treten Sie bei. Ist günstig, hat Parkplätze, trifft sich Donnerstag. Machen Sie nicht. Was machen Sie? Sie gehen zum Tag der offenen Tür und gucken sich die Menschen an, die dort Mitglied sind. Und Sie versuchen zu verstehen, wofür die einstehen, was deren Ziele sind, wie die drauf sind. Welche Anerkennung Sie dort bekommen mit den Dingen, die Sie können. Und wenn jemand sagt, weißt du was, Lars, wenn du bei uns wärst, das wäre so eine Bereicherung. Auf jemanden wie dich haben wir immer gewartet. Das ist so wunderbar. Und Sie sagen, ey, aber das, was ihr macht, ist so klasse. Ich finde das so gut. Ich möchte da mitmachen. Und wenn das der Fall ist, dann treten Sie dem Verein bei. Völlig egal, wie hoch die Mitgliedsbeiträge sind, ob die Parkplätze vor der Tür haben oder ob die sich am Donnerstag treffen, sondern aus ganz anderen Gründen. Weil Anerkennung und Wertschätzung sind die wichtigsten Parameter und die wichtigsten Dinge, die Menschen dazu bewegen, tatsächlich dort zu bleiben. Und wahrscheinlich werden Sie sogar mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause kommen, wenn Sie nur das Clubhaus geputzt haben, aber Sie hatten einfach Freunde, mit denen Sie etwas gemeinsam machen konnten und die Sie bereichern. Und nun übertragen Sie das bitte auf Unternehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist einer der größten Umbrüche, die wir sehen, dass wir eine Arbeitskultur finden werden, die eher darauf zielt, die Qualitäten einzelner Menschen, ihren Spaß, ihre Lust, ihr Können, ihre Beziehungen, ihre Werte mit einzubeziehen. Und wir brauchen die künstliche Intelligenz, wir brauchen die Robotik, wir brauchen die Digitalisierung, um uns den Rücken freizuhalten, um genau diese Werte überhaupt leben zu können. Denn wenn es nur darum geht, wir kommen ins Büro, klappen unseren Rechner auf und sitzen 8 Stunden am Tag irgendwie leicht vorgebeugt vor einer Tastatur, um E-Mails zu beantworten, zu verstehen, was derjenige will und dann immer wieder gleich zu schreiben und beantworten oder Termine zu koordinieren. Das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was eine Firma oder eine Unternehmung derzeit wettbewerbsfähig macht oder voranbringt. Innovation ist wahrscheinlich der Punkt, der nur funktionieren kann, wenn man diese Freiheiten tatsächlich hat. Und so gesehen sollten wir vielleicht nicht so viel in der Gesellschaft, im Fernsehen, in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen einfach klagen und sagen, oh, ich habe Angst um diese künstliche Intelligenz. Und natürlich ist Datenschutz ein Thema, ganz klar. Also ich meine, das will ich auch nicht kleinreden. Aber es ist garantiert kein Grund zu sagen, deswegen machen wir das nicht. Oder deswegen stoppen wir das. Im Gegenteil, wir sollten wie bei jedem Werkzeug, und das ist mir ganz wichtig, künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, was wir Menschen erfunden haben. Sollten wir überlegen, wie setzen wir das ein? Und genauso wie mit allen Werkzeugen, die wir in der Vergangenheit erfunden haben, irgendwann haben wir die Axt erfunden, kann man die sehr produktiv einsetzen oder man kann sie sehr destruktiv einsetzen. Wir müssen uns wirklich entscheiden, wie wir arbeiten wollen, aber die Möglichkeiten sind riesig. Die 2020er Jahre, an deren Anfang wir immer noch stehen, wir sind im Jahr 21, werden Veränderungen bringen, die uns zum Staunen bringen. Wir werden uns sehr schnell dran gewöhnen und werden sagen, ja, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Und wie haben wir das bloß früher gemacht ohne diese Technologie? Aber wir sehen eine komplette Veränderung, was wir unter dem Begriff Arbeit verstehen. Und wenn wir es tatsächlich aus dieser Hubschrauberperspektive einmal betrachten, dann glaube ich, können wir uns alle darauf freuen. Die Technologie ist dazu da, uns zu helfen. Nicht um uns praktisch zu beschränken. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir
ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick aus der Zukunftsforschung geben konnte, wie wir die kommenden 10 Jahre sehen. Es gäbe noch sehr viel mehr und andere Trends zu berichten, aber vielleicht ist es ein ganz guter Einstieg, um einfach die Perspektive für heute zu öffnen. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf ein paar Fragen im Chat und wünsche noch eine gute Tagung. Danke. Ja, wunderbar, auf den Punkt genau. Also das lobe ich mir. Also, richtig gut im Schedule. Ich muss sagen, ich habe mich auch richtig schön abgeholt gefühlt. Meinen persönlichen Assistenten und meine Smartwatch mag ich auch nämlich nicht mehr wissen, aber das nur so am Rande. Wir kommen jetzt zu den Fragen und Antworten. Bisher haben sich eher positive Kommentare angesammelt, die ich mal eben freigebe. Sofern Sie ein paar Fragen haben, haben wir jetzt diese 5 Minuten Zeit dafür. Deswegen wäre es super, wenn die jetzt in den Chat eintrudeln könnten. Ansonsten gebe ich schon mal währenddessen einen kleinen Ausblick für die nächsten Minuten. Also Ihnen, Herr Thomsen, nochmal vielen Dank. Ich gebe Ihnen auch gleich nochmal den Link für den Presseraum. Für unsere Kunden, die hier gerade eingeschaltet haben, Sie haben ja schon einen Link per E-Mail bekommen für den Consulting-Raum, falls Sie diesen in Erwägung ziehen. Ansonsten geht es gleich weiter mit dem Vortrag um 10.30 Uhr von Andreas Gürsch. Da kommen schöne Fragen rein. Lassen Sie mich die mal eben kurz ranschmeißen. Nehmen wir die doch, die ist schön. Ups, so. Können wir die Frage alle sehen? Kleinen Moment. So. Ja. Wie sehen Sie die künftigen Entwicklungen am Arbeitsmarkt in Bezug auf Entlohnung und so weiter? Viele Menschen gehen ja heute arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, also weil sie gefühlt arbeiten müssen. Da muss sich ja auch einiges ändern, oder? Ja, vielen Dank für die wunderbare Frage, wo ja auch schon eine halbe Antwort mit drin ist. Es ist tatsächlich so, dass auch wenn das jetzt ein bisschen komisch erscheint, also Geld ist nicht mehr der Hauptmotivator in Zukunft. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Überlegungen, ob man gegebenenfalls die Produktivitätsgewinne, die man durch künstliche Intelligenz und Robotik erbringen kann, auch zukünftig besteuert. Und vielleicht, wir haben nur noch 2 Minuten, aber es ist ja im Moment so, Menschen arbeiten und kriegen dafür ein Gehalt, kriegen Lohn und müssen einen Teil dieses Gehaltes, einen nicht unerheblichen, der Gesellschaft zurückgeben in Form von Steuern, Lohnsteuern, Sozialabgaben und so weiter, damit unser System funktioniert. Wenn man heute eine künstliche Intelligenz macht, die mehr arbeiten kann als ein Mensch oder ein Roboter nehmen würde, dann kann man den von der Steuer absetzen und er zahlt, weil er keinen Lohn bekommt, auch keine Steuer. Und es gibt halt erste Überlegungen und die sind weltweit, also das ist in Deutschland, in der Europäischen Union, überall wird das diskutiert, dass man sagt, das ist eigentlich ungerecht. Wir müssten die Unternehmen, die letztendlich diese Technologien einsetzen und damit ihre Arbeit viel günstiger erledigen können, müsste künstliche Intelligenz und Robotik auch in irgendeiner Form besteuert werden, weil sonst können wir es gar nicht leisten. Und das würde den Weg frei machen, tatsächlich zu einer Art bedingungslosen Grundeinkommen, hört sich mal so komisch an, in Amerika nennt man das UBI, also Universal Basic Income, mit dem man tatsächlich diese Schwelle oder diese Angst in die Armut zu fallen, sobald man irgendwie sich mal ein halbes Jahr Zeit nimmt, um sich neu zu ordnen, wegfallen würde. Und das würde tatsächlich den Druck, dass also man nur arbeitet, um Geld zu verdienen, ganz anders darzustellen. Und ich stelle immer häufig die Frage, gerade an Unternehmen, die glauben, durch viel Gehalt einfach die besten Leute zu bekommen, sage ich, würden diese Leute auch für sie arbeiten, wenn sie kein Gehalt bekommen? Oder wenn die so reich wären, dass sie sagen, das ist mir egal, ich hab da irgendwann mal 1.000 Bitcoin gekauft und ist gut. Würden die trotzdem noch für sie arbeiten?
Und das ist die Frage, die damit zusammenhängt. Und ich bin fest der Überzeugung, wir werden in den kommenden 10 Jahren, vielleicht noch nicht 22 und 23, aber es geht in die Richtung, eine digitale Dividende einführen, die ein Grundgehalt für die Mitglieder eines Staates oder eines Landes bereitstellt. Und das verändert tatsächlich unsere Einstellung zur Arbeit sehr, sehr stark. Und wenn wir dann wieder dahin kommen, was Jens Bücher vorher sagte, dass Leute aus Spaß, Lust und Lernwillen und Neugier arbeiten, ist es eine ganz andere Befriedigung, als wenn man jetzt sagt, ich muss das ja und ich will das nicht. Und das würde eine völlig neue Form der Arbeit und unsere Einstellung zu diesem Thema bedingen. Das Ganze passiert nicht von einem auf den anderen Tag, aber es ist eine schleichende Entwicklung. Wunderbar. Vielleicht haben wir noch ganz kurz die Zeit für eine weitere Frage. Ich weiß, dass wir ganz am Limit. Ich mache kurze Antworten. Super, wunderbar. Darauf wollte ich hinaus. Kann man Talent zur Vereinfachung von Prozessen fördern? Ja, ich glaube, das ist fast, also man kann es fördern, weil ich glaube, dass wir alle jeder Mensch ist innovativ. Wir fangen als kleine Kinder an, unsere Umwelt zu entdecken und machen eigentlich das, was heute künstliche Intelligenz auch versucht nachzuahmen, nämlich Muster zu erkennen. Und wir alle würden niemals laufen lernen, wenn wir nicht ein Muster erkennen, wie wir das machen, ohne ständig hinzufallen. Wir im Privaten werden wir uns immer wieder überlegen, kann ich das nicht irgendwie effizienter machen? Und ich glaube, dass das Talent bei den meisten Leuten drin ist, aber man kann es auch fördern. Und man kann es natürlich auch in der Gruppe machen. Das heißt also Menschen einfach mal den Raum geben, das zu tun und das nicht unbedingt immer zu delegieren oder zu sagen, das macht ein Dienstleister für uns. Und wenn man Wettbewerbsfähigkeit fordert, dann geht es nicht nur darum, Kosten zu sparen, sondern genau das zu tun, was hier diese Simone Lause gerade gesagt hat, nämlich, dass man das fördert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran arbeiten, von sich aus selber die Dinge einfacher, effizienter, schneller, gut, besser zu machen. Und eigentlich ist es in der menschlichen Natur. Wir haben die meisten Dinge erfunden in der Vergangenheit, also in der Menschheitsgeschichte. Die Innovationen, die sich durchgesetzt haben, waren die Dinge, die unser Leben einfacher, komfortabler, sicherer, schöner, schneller gemacht haben. Sonst hätten wir kein Rad, sonst hätten wir keine Kleidung, sonst hätten wir keine Wohnung oder keine Häuser gebaut. Und man kann das übertragen auf auch sehr, sehr viele Prozesse in Unternehmen. Wunderbar. Ich danke Ihnen. Wir haben jetzt auch soweit die Fragen besprochen. Dann würde ich sagen, wir entlassen Sie in den... Danke. Na, ich habe keine Angst vor Entlassung. Okay, super. Gut. Und schließen damit diesen Raum. Vielen Dank für diesen Vortrag. Vielen Dank, dass Sie mich hatten und dann noch eine gute Tagung für Ihnen allen. Super, Dankeschön. Danke. Link haben Sie bekommen, ja? Presseraum, ja, ist da. Super. Wunderbar. Bis dann. Tschüss. Danke, ciao.